Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe schon für diesen Kran hier entschieden. Den haben wir ja beim letzten Mal schon gespielt und habe die linke Seite aufgeräumt. Und jetzt fangen wir natürlich mit der rechten Seite an und dann hoffen wir mal, dass das auch klappt. Man könnte sagen, in 2 Runden ist es machbar, aber vielleicht braucht auch wieder 3. Wir wissen es ja. Es kann ja immer mal so sein, gell? Und dann greifen wir direkt mal hier Tierpurze, heißt sie, glaube ich, gell? Ein relativ nerviger Gegner, wenn man Pokémon Rumble World spielt, weil er eine Konterfähigkeit hat. Heißt, wenn man ihn angreift, kriegt man selber ständig Schaden. So, und jetzt will ich halt gucken, dass ich hier so mittig reingreifen würde, dass halt beides so auseinandergedrückt werden. Es kann sein, dass ich auch hier wieder hängen bleibe, gell? Aber dass man zumindest mal die dann hier runterwerfen, gell? Und ich glaube, hier macht es auch eher Sinn, den Haken hier so runterzuwerfen, als wenn man halt den nach oben hebt, weil wenn man ihn nach oben hebt, dann bleibt er vermutlich in der Mitte sitzen und dann lässt er ihn direkt wieder fallen. Deswegen einfach mal gucken, gell? So, bin ich mal gespannt. Na komm. Ah, okay, passt. Passt. Da haben wir es doch. Sehr schön. Hat erstmal im Moment so ausgesehen, als würde ich ihn dann trotzdem wieder fallen lassen, aber dadurch, dass er schräg war, ist er dann runtergefallen. Sehr schön. Okay, relativ simpel komplett. Und das ist halt immer das, was ich meine. Vorbereitete Kräne, immer wieder super. Nicht so wie gestern hier, zwar vorbereitet, aber halt komplett falsch gegriffen, ja. Aber dann haben wir zumindest wieder was komplett und dann ist eigentlich der Tag schon wieder gelaufen, sage ich mal. Weil selbst wenn ich jetzt irgendwie, ist natürlich die Frage, kann es natürlich auch sein, dass ich jetzt beim, ja übrigens auch hier wieder so schief, kann sein, dass es dann runterfällt, dass wir halt beim Training einen roten Bonus bekommen könnten und dann vielleicht noch eine extra Runde für 4 Runden. Aber das wäre halt schon das Einzige, was ich machen könnte, weil alles andere, was wir heute haben, sind eher so 4-Runden-Kräne. Aber gucken wir einfach mal. Hier ist unser Trainingskran-Spiel, viel Spaß beim Üben. Okay, den Kran habe ich auch in relativ guter Erinnerung, weil den habe ich halt ein bisschen mit links rechts Bewegung gespielt. Aber ihr seht halt hier, ohne links rechts Bewegung wird das Ganze natürlich ein bisschen interessanter, sage ich mal. Und dann werde ich am besten mal hier so reingreifen, dass ich halt die beiden Marken runterwerfe. Und auch gleichzeitig dabei alles lockere in dem Sinne, gell? Weil, ja, die Kugel wird ja dabei sowieso bewegt. So, alles klar. Ich glaube, ich hatte das sogar so gemacht, dass ich so lange den Stressbewegung gemacht habe, dass halt die Marke runtergefallen ist. Und dann habe ich die gegriffen und die ist dann halt leicht umgekippt und dann halt die Kugel den Rest gemacht. Und ja, das ist natürlich die Sache. Soll ich jetzt zuerst die Marke oder die Marke greifen, gell? Ist immer so eine Frage. Aber ich glaube, ich mache das halt wirklich jetzt Stück für Stück. Einfach aus dem Grund, weil hier soll ich die große Marke... Das war gemein. Ich hätte halt schon gedacht, dass er da reingreift. Dass wenn ich die Marke hier greife und dann halt die Kugel in Bewegung setze, dass halt, wenn die runterfällt, dass die halt auch runterfallen kann. Ich mach's aber auch wirklich... Nee, das würde wieder nichts, gell? Da bin ich wirklich selber schuld, dass ich da jetzt nicht reinkomme, gell? Ja! Aber auch interessant, gell, dass obwohl die Marke hier rund ist, dass er halt eher oben drauf drückt, als dass er halt wirklich die Marke greift. So, jetzt aber. Na gut, ist im Prinzip nicht so wild. Ihr könnt euch ja die theoretische Sache hier vorstellen, wie ich mir das vorstelle. Man muss halt nur halt besser reingreifen, klar. Und ansonsten, wenn wir halt nur eine Runde bekommen, haben wir sowieso nichts mehr anderes, was man so spielen könnte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, so ungefähr. So ungefähr hatte ich den beim letzten Mal komplettiert. Nur halt, ja, wenn man zweimal failt bei der einen kleinen Marke da unten, dann braucht man natürlich auch nicht zu wundern. Kann natürlich auch sein, dass wenn man halt die Marke greift, die große, die mittlere, dass man dabei halt die kleine Marke trotzdem runterwirft. Wir haben 2 Runden. Unnötigerweise, aber okay. Dass dann halt das Ganze sogar in 2 Runden machbar ist. Aber es ist halt immer die Frage, ob. Weil die große Marke ist ja auch nur runtergefallen, weil sie Platz hatte zum nach rechts fallen. Gell? Darf man ja auch nicht vergessen. Okay, jetzt haben wir zwar 2 Runden, aber ich weiß nicht, was ich spielen werde. Ich werde einfach mal gucken. Ja, ich gucke einfach mal. Vielleicht habe ich irgendwas, was ich zumindest vielleicht noch eine Marke greifen kann. Gell? Ihr wisst ja, wie es ist. Oder nur als Test. Dann mal los, Puppi. Go, go, go. Yay. So, Leute, lange hin und her überlegt und ich habe mich für diesen Kran hier entschieden, weil vielleicht kriege ich zumindest eine von den 3 Marken. Beim letzten Mal sind die halt wirklich so, wie sie da liegen, wie im Dreieck hier unten gelandet. Und ich habe echt keinen anderen Kran, den ich in 2 Runden spielen kann. Ich habe nur noch Bombenkräne, dann nur noch Kräne, bei denen man halt, ja, alle Marken davor wegmachen muss, um die hintere zu kriegen. Also muss man sich so oder so immer wieder spielen. Also bleibt mir nur ein Bombenkran übrig, wo ich halt auf gut Glück spielen kann, gell? Oder machen wir das einfach mal. Ich meine... Man muss eh nicht einfach viel erwarten, sage ich mal. Aber vielleicht kriege ich ja zumindest irgendwie... Na komm, Yoshi? Okay, ich habe Yoshi. Alles klar.
Man muss aber auch sagen, dass der Anfang ja relativ gut war sogar, gell? Und wenn es jetzt vielleicht noch klappt, dass man zumindest Mario kriegt, sage ich mal. Wäre natürlich noch schön, wenn man jetzt hier 3 Runden hätte, dass man dann vielleicht sogar den Kran komplettieren könnte, aber ja, man kann halt nicht zu viel erwarten. Ich bin froh, dass ich Yoshi hab, gell? Na, okay. Aber man sieht von mir zumindest mal schon, warum mir die anderen Marken jetzt noch fehlen. Weil nicht unbedingt wirklich weit fliegen wollen, wenn natürlich noch Marken weg sind, macht natürlich Sinn. Aber immerhin haben wir die Yoshi bekommen. Immerhin. Das ist so ein kleiner Vorteil. Wobei man jetzt sagen muss, dass hier trotz allem dann wohl Rosalina die schwierige Marke bleibt. Weil sie natürlich so liegt, dass sie halt unten im Eck liegt, dass man sie immer erst freibuddeln muss. Aber ist zumindest ein guter Anfang, weil man hat auch gesehen, ich habe den Yoshi so gelockert, dass ich halt ihn abgeworfen habe, dass er halt dann damit durchgelockert wurde und nicht durch die Bombe. Und damit konnte er ein bisschen fliegen. Auch wenn ich natürlich auch sagen muss, ich hatte garantiert Glück, weil der ja halt runtergerollt ist, ganz langsam, gell? Aber man könnte zum Beispiel sagen, dass man hier jetzt entweder hier hinwirft, dass dann vielleicht Mario mit dem Peach runterfällt. Eventuell, je nachdem, ob Peach halt im Weg liegt. Oder ob man halt hier hinwirft, dass halt sie vielleicht hier dort dagegen fliegt und halt hier drüber springt, gell? Immer Theorie, gell? Aber dann gehen wir mal in die Sammlung und gucken uns diesen Pokémon-Käferkran an. So, dann haben wir das Ganze. Naja gut, immerhin Yoshi, gell? Aber uns interessiert ja das hier eher, gell? Da haben wir jetzt auch endlich alle Käfer-Pokémon komplett, gell? Ledian, Ledibar, Zierpurze, Zier irgendwas, gell? Ich weiß halt nicht, wie die Weiterentwicklung heißt. Und halt Volbeat und Illumise. Hieß sie so? Illumise? Irgendwie so? Keine Ahnung. Aber gut, ist ja nicht so wild. Ihr wisst ja, ich bin ja zwar Pokémon interessiert, aber nicht unbedingt hier Experte mit den ganzen Namen, gell? Aber ihr wisst ja immerhin schön, dass wir dann wieder was komplett haben. Ich sag's euch, ich krieg nur irgendwie die 600 zusammen, bevor ich die 5000 zusammenkriege, aber gut. Weil wie ist ja auch keine Kunst, wenn man mehr failt als Marken bekommt. Aber gut, failen hat auch gleichzeitig was wieder damit zu tun, dass ich kein Set komplettiere, gell? Darf man auch nicht vergessen. Aber gut, dann ja. Dann hat der Papa wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger K Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also es ist ein an sich okay Trainingskran. Man sollte halt nur gucken, dass man, wenn man die eine Marke greift, die ich greifen wollte, dass man weiter nach links geht und nicht hier irgendwie mittig versucht zu greifen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.